Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, dadurch, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet, ob wir die Koordinaten nochmal vom Walker kriegen. Aber nö, dafür habe ich jetzt gedacht, wir holen uns mal hier die Aufklärungsdaten. Falscher Knopf. Da schreit irgendjemand. So, 98 Meter. Das ist schon hier. Warte, ich gehe mal in die Knie und deck schon mal auf. Da ist keiner. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hab noch einen Tango. Und das macht er. Ich gehe in Position. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Suche eine gute Position. Bin bereit. Ziel erfasst. Angreifen. Hier die beiden, die kuscheln. Tschüss. Die suchen uns. Vorsicht. Oh, warte. Ich bin einfach zu hektisch. Das ist ein Feind, oder? Nee, ist meiner. Und gleich die Treppe hoch. Oh, vielen, vielen Dank. Super Typ. So. Wir wissen, wo das Nachschublager des Kartells in Montauk ist. Das liefert wohl die meisten Waffen und die Munition für die Provinz. Wenn wir die... Mhm. Wir haben die Munition. Den Nachschub zerstören, wird das Kartell in der ganzen Provinz lahmgelegt. 3 Kilometer. Kontakt, Tango bei der Kippe. Ich hab den nicht gesehen. Granate fliegt. Tango getötet. Okay, die läuft es rein. Oh, mit Raketen. Sehr geil. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Gut, das Dokument habe ich jetzt liegen lassen. Da ist gerade nochmal eins aufgeploppt, aber ist jetzt wurscht. Wie kämpft. Ist das ein Brackwasser? Optische Entdeckung, wir sind gejagt. So. Was haben wir denn hier? Weil dann würde ich das ganz gerne von der Luft aus abschießen, weil hier scheint auch viel los zu sein. Oh ja. Scheißdreck. Oh, das war knapp. Da ist so ein Luftdings. Scharfschütze, runter mit dir! Das Lager beruhigt sich. Die glauben, wir sind weg. Fuck, greife an! Da bieten sich noch ein paar Sicarios an. Verfickte Scheiße!
Ist aber schon so ein geiler Helikopter und ich vergeig's schon wieder. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ich habe das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Ziel getroffen. Ich sehe noch einen Tango. Jetzt ist aber mal gut hier. Da ist noch einer. So, der ist hinüber. Okay, hat er erwischt. So, der Alarm war halt defekt. Wir nähern uns dem Ziel. Feuer frei. Wenn's wie eine Nachschubkiste aussieht, macht ihr es platt. Verstanden. Jagen wir das hier zur Hölle. Feindverstärkung im Anmarsch. Ach. Verluste, reißt euch zusammen, wir haben auch Verluste. Granate! Ich hab dich halt einfach durch. Wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Das sieht nicht gut aus. Ja, da hinten in den Berg rein. Ist das dein Ernst?
So, jetzt hat. Meine Seite ist sauber. Granate fliegt. Nehmt das. Kiste zerstört. So, erstmal hier Munition auffüllen und dann zerstören. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Zerstören. Granate fliegt. Granate kommt. Come mierda, culeros. Munitionskiste erledigt. Ich glaube, das waren alle. Nee, eine Kiste fehlt noch. Granate fliegt. Nehmt das. Zerstört. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Glaubst du, das hilft? Ich sehe das so. Je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. Gut, haben wir das. Alles klar. Da ist ein Helikopter. Und dann würde ich sagen, so ich hoch viel gesprungen. Geh mal hierher. Das ist da oben. Wo war jetzt der Helikopter? Anscheinend steht da hinten einer. Laufe ich richtig? Ja, fast. Da, ach da. Da steht er. So, da ist das Problem. Da ist irgendwo so ein blödes Geschütz. Da ist es. Haut da ab, schnell los. Bitte. Das war anstrengend. Ich wundere jetzt, dass da hier die Walker-Mission nicht aktiviert wird. Oder muss... Ah, warte mal, pass auf. Ich gucke jetzt gleich nochmal auf die Karte. Wahrscheinlich ist sie irgendwo anders auf der Karte markiert. Ich habe es bloß in unserem Bereich geschaut. Weil ich nämlich gedacht habe... So, ich habe jetzt nur in diesem Bereich hier geschaut. Aber irgendwo ist bestimmt noch eine. Die kennen wir, ja. Da ist sie. Walker möchte das treffen. Alles klar. Ja, dann würde ich doch sagen. Dann würde ich doch sagen, gehen wir dahin. Aber wir sind hier. Warte mal, in welchem Bereich sind wir denn jetzt? In diesem unbekannten Bereich mehr oder minder? Ja, aber ich würde sagen, wir gehen zur Walker-Mission und hier ist ein Safe House. Ah, da muss man ein bisschen die Karte beobachten, weil das hat mich jetzt schon interessiert mit dem Walker.
Wunderbar. Aber dafür mache ich eine separate Kurve. Wir betreten jetzt die Provinz Marker. Haben Sie Informationen? Oh shit, da ist irgendwo El Chido. Ist das jetzt schlecht oder? Das ist der angesagteste Narco-Corridor. Alles klar. Seine Lieder. Das haben wir schon mal gehört. Verpreisen den Drogenschmuck. So, ich mache hier mal Pause. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wollen hier zu Walker. Weil die Geschichte haben wir schon gehört von El Chido, dem Superstar. Als wir hier die Versorgungsroute geflogen sind. Ich glaube, das war sogar hier an diesem Stützpunkt. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's gut.